Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Weg von den Hormonen, den Trend sehen wir bei den Frauen in der Empfängnisverhütung in der Schweiz seit Jahren. Schreckensmeldungen über Nebenwirkungen der Pille haben diese Entwicklung noch verstärkt. Sei es wegen Pillenunverträglichkeit oder auch nur diffuse Ängste wegen Hormonen, junge Frauen suchen vermehrt alternative Verhütungsmethoden. Eine davon ist eine neue Art der Spirale, der sogenannte Kupferball. Lucinda Rossa ist 16. Klar, dass in ihrem Alter Verhütung ein Thema ist, doch die verschiedenen Arten zu verhüten sind vielfältig. Nach der Beratung bei ihrer Frauenärztin ist die Auswahl auf die Pille gefallen, weil sie als sehr sicheres Verhütungsmittel gilt. Doch die junge Frau hat die Pille schlecht vertragen. Das Schlimmste ist natürlich eben, die Stimmungsschwankungen sind wirklich verheerend gewesen. Ich konnte von einem Moment auf den anderen aggressiv werden, sehr bös und auf die andere Seite wieder überglücklich. Und das hat mich einfach dann irgendwie... Ich habe ein körperliches Gefühl, ich mag total, also ich mache viel Sport, habe viel mögen. Aber dass es dich einfach geistig so extrem mitnimmt. Doch nicht nur die psychischen Auswirkungen haben Lucinda belastet, auch körperlich hat sich bei ihr die Pille bemerkbar gemacht. Ich habe 14 Kilo abgenommen vor einem halben Jahr. Und durch die Pille dann habe ich wieder 8 Kilo zugenommen und habe schon gemeint, dass verliere ich nicht mehr, habe es dann ja doch verloren. Und das war natürlich dann auch ein Schock gewesen für mich, auch wieder geistig. Einfach weil ich gedacht habe, jetzt habe ich mich eigentlich, ich habe so viel gekämpft für das Gewicht und dann nehme ich es wieder zu mit so etwas. Also, das ist schon schwer. Nach diesen schlechten Erfahrungen entscheidet sich Lucinda nach einer erneuten Beratung für eine Spirale, wo auch Hormone dran sind. Doch dann muss man ihre notfallmäßig eine Zyste entfernen. Die Suche nach einem Verhütungsmittel geht von vorne los. Nur von Hormonen hat Lucinda nichts mehr wissen. Das ist auch unter ihrem Freundeskreis ein Trend. Ich habe vereinzelte Kolleginnen, die Pillen noch nehmen. Viele haben sich aber vor allem die Spirale machen lassen. Das kenne ich sehr viel. Stäbli war ein Thema mal eine Zeit lang, aber Pillen nehmen sehr, sehr wenig. Also ich kenne 2, 3 vielleicht. Also das ist sehr zurückgegangen, weil viele nicht gut reagieren. Im Jahr 2013 ist in der SRF-Rundschau ein schockierender Bericht gekommen über eine 22-Jährige, die eine Lungenembolie und einen Infarkt hatte und seitdem gelähmt ist. Das wegen der Nebenwirkungen von einer Pille. Untersuchungen über Todesfälle haben viele Frauen zum Umdenken bewogen. Die Pille, einst die grosse Befreiung in der Emanzipation der Frau, ist plötzlich unter Beschuss gekommen. Die Angst und eine allgemein diffuse Ablehnung von Hormonen haben auch 3 Jahre später noch an. Ich glaube, man weiß auch nicht richtig, was es macht. Also die Generation Pille ist jetzt langsam alt und es gibt ganz viele Krebs. Und also okay, das gab auch früher, aber man weiß eigentlich nicht, was es richtig macht. Das war ja die Jasminell-Pille und deshalb habe ich eben genau das dann nicht genommen. Man schaut schon ein bisschen, also ich nehme es schon ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, so ein bisschen im Hinterkopf habe ich es halt schon auch. Ich finde, man sollte schon schauen, was man in seinen Körper rein tut. Also, ja, ich tue jetzt auch nicht alles so, man sollte schon schauen, finde ich. Und Hormon ist ja nicht unbedingt das Beste und man hört auch so von Zwischenfällen und alles. Also ich würde auch von diesen Spiralen und alles, die auch hormonell sind, würde ich Nein sagen. Ich finde das nicht natürlich und deswegen... Das ist für mich extrem wichtig. Kondom ist besser. Punkt. Nicht zuletzt wegen dem Trend haben Hersteller reagiert und es gibt in der nicht hormonellen Verhütung immer mehr Produkte. Das Neueste ist die Spirale, wo auf einem Nitinoldraht kleine Kupferkügel aufgereiht sind. Eingeführt wird die Spirale mit einem Röhrchen und erst dann entfaltet sich die Kupferkügel. Die neue Art der Kupferspirale ist auch für junge Frauen geeignet. Das Prinzip dieser Verhütungsart hat sich aber nicht geändert. Spermien sind relativ sensibel gegen Veränderungen und Kupferionen verändern also das Milieu in der Gebärmutterhöhle und das haben Spermien schon mal nicht gern, um da drauf vorbeizulaufen. Dann auch einfach mechanisch, es entsteht etwas, was natürlich Gebärmutterschleimhaut und Gebärmutterinnenwand reizen. Also erstmal gehen Spermien nicht so gern da drauf vorbei
Und dann muss man sagen, es bleibt ja beim Eisprung. Also es kann sicher einmal zu einer Befruchtung kommen von einem Ei. Aber das Ei, das sich dann in der Gebärmutterhöhle einpflanzen würde, ist auch wieder gestört durch die Kupferionen und durch den Gegenstand, der dort liegt, durch die Reize quasi. Der Nachteil der herkömmlichen Spirale ist das schmerzhafte Einsetzen und die verstärkte Monatsblutung. Doch da bietet der Kupferball keinen Vorteil. Für das müssen wir dann eher wieder auf eine Spirale ausweichen, die Hormone dran hat. Lucinda ist zufrieden mit ihrem Kupferball und bis jetzt hat sie auch keine Beschwerden mehr. Das war es von Check-up, das Gesundheitsmagazin. Unsere Kontakte zu unseren Gesundheitsexperten und alle unsere Videos im Archiv finden Sie bei uns auf der Homepage unter www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen miteinander! Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.